Hallo, willkommen beim Golfen mit Freude. Ich bin Wohn, ich bin wieder in Golfclub Lüttelsburg nach meinen vielen Golfreisen. Ich freue mich hier zu sein und ich freue mich natürlich viele Videos auf YouTube für dich hochzuladen, damit ich dir helfen kann. So, ich weiß, dass du dein Spiel, deinen Schwung so richtig verbessern möchtest. Du möchtest den Ball weiter schlagen, gerade schlagen. Du möchtest den Kontakt verbessern und du möchtest auch konstanter sein. Eine große Bitte von mir, statt hunderte Bälle mit dem Driver zu schlagen oder mit dem Holz 5 vom Boden oder mit dem längeren Eisen, könntest du bitte dein Pitching Wedge aus der Tasche holen und so viele Dreiviertelschwünge machen wie möglich. Warum sage ich dir das? Das erkläre ich jetzt. Ich habe jetzt 50 Meter zur Fahne. Das könntest du auch spielen. 50, 40, 60 Meter, je nachdem, wie weit du schlägst. Das muss ein Dreiviertel Entfernung sein. So, da das jetzt ein Dreiviertel Entfernung ist, werde ich natürlich sehr langsam schwingen. Nur dieses langsam Schwingen hat nur Vorteil. Und die Tatsache, dass man mit einem Pitching Wedge spielt, was meiner Meinung nach der einfachste Schläger ist für ein Spiel mit höherem Handicap, das macht das Ganze so viel einfacher. Da der Schwung langsamer ist, ist man in der Lage, die wichtigsten Teile des Schwunges richtig zu trainieren. Und was meine ich da? Was ist überhaupt wichtig? Worauf solltest du achten, damit du besser wirst? Du musst bitte schauen, dass du den Rückschwung richtig beginnst. Den Schläger nicht nach hinten nehmen. So, da dieser Schwung so langsam ist, kann man fast sehen, wo der Schläger ist. Und dann, was ich sehr gut finde, ist, dass man automatisch den Rückschwung kompakter macht. So viele meiner Schüler mit höheren Handicaps sind hier geknickt. Die lassen den Schläger los, sie stehen auf, sie schaukeln während des Schwunges. Die Kopfposition ist nicht stabil. So, das wird automatisch bei diesem Schlag besser sein. Und dann, der Abschwung wird automatisch besser sein, weil es langsamer ist. Wenn wir weit schlagen möchten, dann drehen wir oft die Schulter zu früh, statt den Rücken länger zum Ziel zeigen zu lassen. Und dann wird der Schwung zu steil. Aber wenn du diese Entfernung übst mit deinem Pitching Wedge, wirst du automatisch während der Verlagerung nach links, wirst du automatisch die Arme senken. Automatisch wirst du die Schulter gedreht halten. Wir wollen die Schulter nicht so früh drehen. Und dann kommst du in eine super Position, wo du danach dich nur drehen musst und diesen Winkel zwischen Arm und Schaft einfach löst. Und obwohl ich hier nur 50 Meter schlage, ist das etwas, was sehr viel Geschwindigkeit produziert. Und du wirst dann nachher, nachdem du diesen Schlag so richtig beherrschst, und übrigens, wenn du diesen Schlag beherrschst, hast du einen riesen Vorteil über andere Spieler in deiner Handicap-Klasse. Weil wenn ich zum Beispiel auf meiner Reisen bin oder meinen Schüler beobachte, kann ich dir sagen, dass sehr oft von dieser Entfernung das Grün gar nicht getroffen wird. Es passiert recht wenig, dass man von hier einen Schlag aufs Grün braucht und dann nur zwei Putts. Sehr oft sind es von hier insgesamt 4 oder 5 Schläge. Und das macht das Loch kaputt. So, du hast echt Vorteile da, wenn du das gut kannst. Und dann bist du in der Lage, mit dem gleichen Schwung dein Driver zu nehmen. Dein Holz 5 oder Holz 7 oder dein Eisen 6. Und dann musst du einfach dir merken, was du mit diesem Schläger gemacht hast. Die Bewegung ist identisch. Ich kann hören, wenn ich das sage, wo du jetzt sagst, nee. Der Dreiviertel-Schwung mit dem Pitching Wedge und Driver sind total andere Schwünge. Eigentlich nicht. Wenn ich selber spiele
Und was ich meinen Schülern erzähle, ist, dass sie ein gleiches Gefühl immer haben sollten. Egal was für Schläge. Was anders natürlich ist, ist der Stand. Mit dem Driver steht man aufrechter. Ball ist weiter vorne. Ball weiter vorne heißt, dass man den Ball mehr in der Aufwärtsbewegung trifft. Bei diesem Schlag, den ich hier mache, treffe ich den Ball und dann den Boden. Aber das liegt an der Ballposition. Und beim Driver, da man aufrecht ist, dreht man die Schulter automatisch etwas flacher. Aber ansonsten, alles, was du hier mit dem Pitching Wedge machst, machst du mit dem Schläger. So, ich hoffe sehr, dass du dieses Video ernst nimmst und dass du wirklich viele, viele Bälle so schlägst mit dem Schläger und du wirst erstmal deinen Gegner schlagen und du wirst automatisch besser werden mit den längeren Schlägern. Danke für das Zugucken, bitte abonnieren und bis sehr bald.